Der mutmaßliche Mordfall am Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke, wird heute im Innenausschuss besprochen in einer Sondersitzung. Und an der werden sowohl Innenminister Horst Seehofer als auch der Generalbundesanwalt Peter Frank teilnehmen. Dringend tatverdächtig ist ein Mitte 40-jähriger Mann aus Kassel, der einen rechtsextremen Hintergrund hat. Ob er es tatsächlich war, wird noch ermittelt. Ob er alleine gehandelt hat oder Teil einer größeren Gruppe ist, auch das muss noch geklärt werden. Ob man der AfD, der Partei Alternative für Deutschland, im Innenausschuss ist Gottfried Curio und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Curio. Schönen guten Morgen. Was sind denn Ihre Fragen zum mutmaßlichen Mordfall Walter Lübcke an den Generalbundesanwalt heute zum Beispiel im Innenausschuss? Nun, wir wollen zunächst einmal, und damit wird diese Sondersitzung beginnen, uns informieren lassen über den vollen Kenntnisstand, nicht nur durch den Innenminister und den Generalbundesanwalt, sondern auch durch den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz sowie durch das Bundeskriminalamt. Wir haben auch, um diese Informationen nachhaltig zu gestalten, bereits einen zweiten Termin in gut einem Monat vereinbart. Natürlich wollen wir, Sie haben es bereits angesprochen, wissen, welche Verbindungen gibt es. Gibt es Verbindungen zu der Gruppe Combat 18? Was weiß man über eventuell einen zweiten Wagen, der vom Tatort fuhr, der also auf eine größere Gruppe hindeuten könnte? Steckt da ein Netzwerk dahinter? Was bedeutet es, dass wir Berichte haben über Spurenbeseitigung am Tatort? Ja. Wie verhält es sich mit den DNA-Spuren? Gibt es noch weitere Hinweise auf weitere Personen? Eine Fülle von Fragen, wo wir uns eine Menge von Informationen erhoffen. Da sind Sie auf einer Linie mit den anderen Parteien. Auch aus den anderen Parteien kommt der Wunsch und auch die Forderung, herauszufinden, ob dahinter eine größere Gruppe stecken könnte. Denken wir es mal durch, wenn sich dieser Verdacht bestätigt. Was müsste daraus für Sie folgen? Nun, wir wollen zunächst einmal diesen Fall hier ausleuchten. Heute geht es in dieser Sondersitzung tatsächlich erst einmal um die Klärung der Sachlage. Das sollten wir seriöserweise doch abwarten. Also was ist auch mit den Verstrickungen des Verfassungsschutzes? Es gibt eine Personalie, Andreas T., ein Name, der auftaucht sowohl im Zusammenhang der Ermittlungen zur NSU. Mysteriöserweise taucht er jetzt im Zusammenhang mit dem Mordfall Walter Lübcke wiederum auf. Andererseits hören wir, dass beim hessischen Verfassungsschutz Akten auf 120 Jahre gesperrt werden. Das sind doch Dinge, wo wir heute erst einmal nachhaken wollen, wie viel wir da in Erfahrung bringen können. Was weiß der Verfassungsschutz? Was will er uns sagen? Das wollen wir heute hören. Und wir würden natürlich auch fordern, diese Sperrungen aufzuheben. Ja, aber die anderen fordern ja auch mehr Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden in Richtung rechte Netzwerke, gerade auch als Lehrer aus dem Umgang mit dem NSU. Würden Sie dem zustimmen? Selbstverständlich soll der Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt und der Generalbundesanwalt jede Aufmerksamkeit auf terroristische Netzwerke, und in diesem Fall heute geht es also um den Rechtsterrorismus, haben. Und es ist gut denkbar, dass in der Vergangenheit hier Unterlassungen vorliegen. Wir müssen uns auf der anderen Seite bewusst sein, zur Stunde wissen wir noch nicht wirklich, was die Sachlage ist. Wichtig wäre es allerdings, wenn Terrorlisten gefunden werden, wo Personen bedroht werden, dass diese Personen informiert werden. Das geschieht bislang nicht einmal. Sicherlich gibt es dort unterschiedlich umfängliche Listen, zum Teil mit sehr großen Anzahlen von Bedrohten. Aber wir denken, diese Personen müssen unbedingt in Kenntnis gesetzt werden, wo sie dort auf solchen Listen stehen. Herr Curio, jetzt müssen wir auch über die AfD in dem ganzen Zusammenhang sprechen. Walter Lübcke war ja Ziel von vielen Hasskommentaren nach seiner Aussage damals, wem es nicht passt, wenn Geflüchtete aufgenommen werden, der könne ja das Land verlassen. Auf der AfD-Seite stand damals, 2015 war das noch, ist es unser Land, Walter Lübcke? Und dazu Kommentare wie, der gehört sofort erschossen. Und diese Kommentare, und das ist der Punkt, die standen da sehr lange. Warum lassen Sie sowas im Netz? Also die AfD lehnt selbstverständlich, sie ist eine politische Partei und lehnt jede außerparlamentarische gewalttätige Aktion ab. Unsere politische Agenda ist
Fragen der inneren Sicherheit oder der Migrationspolitik politischen Lösungen zuzuführen. Und wir halten es allerdings, und dies sei auch gesagt, nicht für zielführend, wenn man Vorkommnisse wie diese Gewalttaten im außerparlamentarischen Raum dazu missbrauchen wollte, jetzt Aktivitäten im parlamentarischen Raum zu knebeln. Nein, im Gegenteil, glauben wir sogar, eine unbehinderte Arbeit einer kritischen Oppositionspartei ist eine beste Versicherung gegen Gewalt im außerparlamentarischen Raum. Ja, Sie sagen immer, dass Sie Gewalt ablehnen und Sie sagen kritisch, aber es gibt doch da noch, ich sag mal, Abstufungen. Also, ich lese bei der AfD oder ich höre bei der AfD, Zitat, Dr. Nikolaus Fest, AfD-Kreisverband Lüchow-Dannenberg-Lüneberg. Wir sind nicht da, um Frau Merkel zu jagen, wir sind da, um sie zu erlegen. Ich lese bei Max Krah, AfD-EU-Parlamentarier, wir schießen den Weg frei. Herr Curio, ist das die Sprache, die nicht doch eine Situation schafft, die genau solche Taten hervorbringt? Ob man Rhetoriken des politischen Kampfes, und übrigens Sigmar Gabriel hat seinerzeit gegenüber Angela Merkel eine ähnliche Rhetorik des Jagens benutzt, und wann immer unterschiedliche Mehrheiten im Bundesrat und in der Regierung bestehen, wird regelmäßig diese politische Metapher benutzt. Ob die in jedem einzelnen Fall geschickt ist, angemessen ist, mitzutragen wäre, lasse ich dahingestellt. Das wäre jeweils anzuschauen. Was ich von der AfD verlangt wird, ist ja eine deutliche... Ein Sondergut der AfD ist. Ja, aber was von der AfD immer wieder verlangt wird, sich deutlicher davon zu distanzieren. Sie sagen, ja, das ist vielleicht nicht manchmal angebracht, aber was man wirklich verlangt, ist eine Distanzierung von diesen gewalttätigen Aussagen und vielleicht auch von diesen Aufrufen, Gewalt auszuüben. Wir werden sie erlegen, wir schießen uns den Weg frei. Entschuldigung, nein, das ist selbstverständlich. Ich kenne diese Aussage jetzt nicht. Es gibt natürlich keinen Aufruf von der AfD, Gewalt auszuüben. Bei den Stellungnahmen, die Sie möglicherweise gesehen haben in Ihrer Vorrecherche der Parteivorsitzenden zu den Vorkommnissen im Mordfall Lübcke, wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass selbstverständlich jede Gewalttat abgelehnt ist und wir innerhalb des politischen Raumes operieren. Und trotzdem gibt es sie auf Ihren AfD-Seiten. Ich glaube, ich weiß nicht, was Sie die AfD-Seiten meinen. Es wäre Internet. Über jede einzelne Aussage muss angeschaut werden. Sie fragen mich jetzt, was die Sachlage bei der AfD ist. Die AfD tätigt keine Aufrufe zu politischer Gewalt. Die Umdeutung normaler, von allen Parteien gepflegter politischer Metaphorik hat selbstverständlich nichts mit Aufrufen zu politischer, außerparlamentarischer Gewalt zu tun. Gottfried Curio war das. Er ist AfD-Bundestagsabgeordneter, er ist Obmann der Partei und wird heute auch an der Sondersitzung des Innenausschusses teilnehmen. Dort geht es um den mutmaßlichen Mordfall Walter Lübcke. Vielen Dank, Herr Curio. Sie hören WDR 5, das Morgenecho, 7:15 Uhr.